Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Ultrasonne, wo wir in der letzten Folge hier in Pooh angekommen sind. Oh, guckt mal, es ist mal dunkel, weil ich gerade tatsächlich recht spät am Abend aufnehme. Was heißt recht spät am Abend? Jetzt 18 Uhr, aber ne? Wisst ihr Bescheid? Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwas abgeht, hier irgendwo so ein Pokéball versteckt oder so, aber sieht nicht so aus. Ich weiß auch gerade gar nicht ganz genau, wo überhaupt hier unser nächstes Ziel ist. Wir kamen ja von da unten vom Strand, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Muss ich mal mich hier... Oh, da hinten ist ein... Kann ich da durch? Oh, da ist auch noch ein Sticker. So, du ziehst den Herrscher-Sticker ab. Ja, bitte. So, hier möchte ich gerne durch. Huch. Willkommen in meiner Geheimbasis. Sie ist so geheim, dass du sie nicht sehen kannst, obwohl du mittendrin stehst. Wenn du mich besiegst, verrate ich dir das Geheimnis. Hey. So, was hat die denn? Sie fordert mich heraus und sie hat... ein Mimikma. Nicht schlecht. So, wie war das? Die erste Attacke geht sowieso, beziehungsweise geht nicht daneben, aber da verliert es seine Tarnung, ne? Dann nehme ich da doch einfach an der Stelle die Laubklinge, weil es passiert ja eh nichts, glaube ich. Richtig, Kostümspuk von Mimikma wirkt. Und es verliert sein Kostüm. Mimikma setzt Charm ein. Ja gut. Angriff von Silvaro sinkt. Ja, gut. Dann ist das eben auch so. Ich nehme aber die Schattenfessel mal. Warum denn auch nicht? So, das ist sehr effektiv. Weiter so. Sehr schön. Mimikma wurde besiegt. So, gibt EP. Das ist auch schön. Vorschülerin Emilia wurde besiegt. Hat sie gerade gesagt, ihre Geheimbasis bleibt ein Geheimnis. Das finde ich voll schade. So, aber hier unten war dies und das möchte ich haben. So, Kreuzschere, sehr schön. Ich wollte übrigens, mir ist in der letzten Folge oder nach der letzten Aufnahme, ist mir noch was aufgefallen, was ich noch gucken wollte. Achso, ich mache gerade falsch. Ich habe gerade mein Ladekabel vom 3DS dran und ich komme gerade voll nicht drauf klar, weil hier gerade alles voll mit Kabeln ist. Ah, schrecklich. So, hier wollte ich hin. Ich wollte nämlich gucken... ob wir inzwischen vielleicht noch irgendeine coole Flugattacke bekommen haben. Ich glaube aber tatsächlich nicht, weil es mich halt unglaublich nervt, dass... Bin ich schon wieder unten? Weil es mich unglaublich nervt, dass... ja, ich glaube, wir haben nichts. Das Einzige, was... ich mache dieses Ladegerät jetzt wieder ab. Oh, hier, geh weg, du nervst. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel Akku der dann noch hat, aber ich glaube, ich habe ihn letztes Mal nach dem Aufnehmen angeschlossen. Ansonsten haben wir halt gleich Pech, ich kann eh nicht so lange aufnehmen. So, was macht ihr hier? Der Fall ist klar, die Flecken meines Pandir sind eindeutig am fleckigsten. Sie ist jedoch normal, von oben bis unten Flecken, einer schöner als der andere. Alle Pandir sind gefleckte Augenweiden, aber das Pandir rechts ist das schönste. Größe, Farbe, Muster, seine Flecken sind einfach makellos. Was soll man da sagen? Ja, eure Pandirs sind ganz, ganz wunderschön. So, oh, hier ist ein Enlo. Hallo? 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 Okay. Der werte Herr Forscher hier, der möchte doch bestimmt uns noch ein paar EP und ein bisschen Geld geben, oder? Forscher Julian fordert dich heraus. So, Silvaro, es geht los. Du schaffst das. Ich glaube das auch. So, Akkub war, glaube ich, nichts, gegen was wir jetzt was mega effektives haben. Deswegen gehe ich einfach mal mit einer Geisterattacke dran. Bringt tatsächlich nicht ganz so viel. Silvaro wartet auf meine Anweisung. Ja, dann... nicht Beutel. Dann wechsle ich doch einfach mal Wolverock ein.
Er schafft das schon. So, Akrobatik setzt er ein. Das dürfte uns aber tatsächlich nicht zu hart tangieren, Felsgrab. Und ab dafür. Sehr schön. So, gibt Erfahrungspunkte. Sehr schön. Forscher Julian setzt als nächstes Slymog ein. Oh, Kacke. Das war Gift. Und Unlicht, dass müsste dann ja wahrscheinlich ein Alola-Slymog sein, ne? Moment, ich hasse das Viech, weil das, da habe ich, glaube ich, nichts Effektives. Das hatte ich letztes Mal auch schon nicht. Was ist denn gegen Unlicht effektiv? Kampf, Käfer und B. Dann muss, ja, die Kacke ist halt, es ist ja auch Gift. Ja, mein Ton ist gerade wieder weg, ich hoffe. Moment. So, da sind wir wieder. Pokémon wechseln. Ich versuch's mit Felinara. Weil Gift ist, meine ich, ja auch effektiv gegen Fee. Aber was will ich machen? Was Effektiveres habe ich gerade nicht. So, Forscher Julian setzt Slymog ein. Mach das mal. Und es ist wie prophezeit, dass das Alola Slymog. Ich hoffe, dass wir das vielleicht mit Felinara ganz gut Komprimator Fluchtwert sinkt. Ja, aber das bringt doch gar nichts, oder? Er wehrt die Attacke ab und benutzt Abschlag. Okay. Macht das. Dann nehmen wir doch noch mal eine Feenbrise. Warum wehrt er das alles ab? Ach, der Fluchtwert war, glaube ich, das mit dem Ausweichen, ne? Ja, das ist blöd. Aber die trifft, das ist gut. So, dann hätten wir den besiegt. Und das heißt, Felinara schlägt sich also ganz... das gibt dick EP. Felinara schlägt sich da also ganz gut gegen. Wolverock erreicht Level 45. Kraxler. War eine Normalattacke, ne? Nee, die brauchen wir nicht. Bekannte Attacken behalten, bitte. FM erreicht Level 42, das finde ich gut. Forscher Julian wurde besiegt, das finde ich auch gut. Und, ja, dann haben wir das. Okay, den Pokéball würde ich gerne aufheben. Ein AP+, das ist nett. Was haben wir hier? Tipps für Trainer, okay. Geht's hier irgendwo hin? Irgendwie glaube ich nicht. Also ich glaube, es geht für uns geht's hier weiter. Hallo. Der Nektar, der bei Coriogel den Formwechsel auslöst, ist in jedem Blumenmeer ein anderer. Wie sehen Coriogel aus, nachdem sie Nektar im Blumen im Ula-Ula-Blumenmeer geschlürft haben? Ach, ist das jetzt hier? Ah, oh, Tatsache. Ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt gar nicht mal so sicher. Ich glaube aber, dass es hier unter anderem Feuer-Pokémon auch gab, weswegen ich Wolverock mal nach vorne tue. Falls uns ein Pflanzen- oder Käfer-Pokémon angreift, können wir ja immer noch mit seinem Feuerzahn dagegen halten. Hallo, wer beamst denn du? Okay, er möchte, dass wir alle Trainer hier besiegen. Ach, wenn das nicht Nina ist, wohin des Weges, wenn ich fragen darf? Zu Team Skull, nach Puh. Nach Puh, da wo diese Rüpel von Team Skull herumlungern, diese unmöglichen Taugenichtse. Sie haben nichts Besseres zu tun, als Pokémon übel mitzuspielen. Wenn ich nur wüsste, wie diese Lumpen unter Kontrolle zu bringen sind. Ich hingegen, ich suche persönlich alle Teile Alolas auf, um nach dem Wohlergehen der Pokémon zu sehen. Auch über das Pokémon mit Necrozma zerbreche ich mir ganz alleine den Kopf. Findest du nicht auch, dass jemand wie ich, der so viel Engagement zeigt, sich perfekt als Präsident eignen würde? Was rede ich da? Ein Kind. Ich meine, ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich damit sagen will. Wie dem auch sei, ich kann dir nur raten, Team Skull aus dem Weg zu gehen. Schauen wir mal.
Ich gehe hier mal schauen. Oh, warte mal. Ah, hier ist so ein Dingens. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Wir können mal wieder ein Foto damit machen. Moment, wir konnten jetzt sogar auch irgendwie zoomen, ne? Ging das so? Nee. Wie habe ich gezoomt? So? Ah, Tatsache. Da hinten ist Ditte hier. Waren hier noch mehr Pokémon? Nee, das da hinten ist kein Pokémon. War hier vorne noch was? Oder hier unten im Wasser oder so? Glaube nicht, ne? Also nur das hier. Und das macht nicht mal was. Mach einfach noch ein Foto. So, und dann zoome ich nochmal raus. Aber hier scheint tatsächlich sonst sich auch nichts irgendwie rumzutreiben. Über uns aber auch nicht, oder? Nö. Irgendwie nicht hier im Wasser? Nee. Macht das Ding da hinten die Geräusche? Wird wohl, ne? Naja, dann ist das so. Bist du sicher, dass du aufhören willst? Ja, muss ich ja. So. Ach so, die hat er jetzt gar nicht. Okay, dann will ich gerade nochmal. Ich will diese komischen Punkte hier bekommen dafür. Vielleicht ist ja jetzt sogar. Oh, guck mal. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal interessanter aus. Das ist cool. Das ist gut. So, ich gucke jetzt mal, ob ich den gleich vielleicht einmal richtig gut drauf kriege. So. So ist er noch näher ran und so ist er noch näher ran. So, mehr gab es hier aber nicht, ne? Manchmal, also selten, sind ja auch mal zwei Pokémon durchaus hier in so einem Bild zu sehen. Okay, dann mache ich einfach noch eins. Gleich, wenn er hier nochmal langstiefelt. Ich glaube, viel mehr Bilder können wir ja sowieso nicht machen. So. Du bist gut. So, wir wählen aus, welches Foto wir teilen möchten. Das machen wir. Ich glaube tatsächlich, das hier finde ich am besten. Ja. Das Foto wurde geteilt. Ich hoffe, ist das Nebel? Nächtliche Szenerie. Die Kommentare kann man aber auch nicht irgendwie nochmal... Man sieht zwar null, aber hat was. Wo sieht man denn da null? So, so viele Leute mögen dein Foto. Ein sehr gutes Foto. Yay! Bei 100.000 guten Bewertungen rüste ich deinen Pokésucher auf Version 4 auf. Okay. So, dann gehen wir hier doch mal noch weiter. Da unten ist so eine Trulla. Hallo. Ach Menno, ich komme hier echt zu nichts. Jedes Mal, wenn ein Trainer mir vorbeiläuft, muss ich ihn einfach zum Kampf herausfordern. Mach das. So, Tänzerin Nadine fordert dich heraus. Dann komm mal her, Nadine. Eine Floette. Was ist eine Floette? Ach, das, was wir eben fotografiert haben. Dann müssen wir da unseren Feuerzahn, glaube ich, gegen einsetzen. Weil ansonsten ist die mit ihren Pflanzenattacken nämlich effektiv gegen uns. Aber das sieht ganz gut aus. Das gefällt mir. So. Wir erhalten EP. Silvaro erreicht Level 49. Also irgendwer hat was dagegen, dass ich gerade aufnehme. Jetzt hat mein Handy geklingelt. Silvaro möchte irgendeine Attacke lernen. Ich glaube Daunenreigen. Ich gucke mal, was das kann. Flug. Hilft das, erhöht das Zählen Daunen und senkt dessen Angriffsfeld. Das brauche ich nicht. Ich will eine Flugattacke, die Schaden macht für Silvaro. Mann. Nein, bekannte Attacken behalten. Silvaro hat Daunenreigen nicht erlernt. Ja, bitte. So, Tänzerin Nadine wurde besiegt. So, ja, das ist dann halt so. So, da lag jetzt ein Pokéball rum. Ein Wiederball. So, da hat was geglitzert. Ein Ariados. So, mit Wolverock gehen wir da einfach... Oh, das ist sogar alles sehr effektiv. Dann gehe ich mit Felsgrab dran. Stimmt, ist ein Käfer-Pokémon und kein Pflanzen-Pokémon, ne?
Dann können wir das damit, glaube ich, ganz gut begraben. So, gibt wieder schöne Erfahrungspunkte dazu. So, das hebe ich mal auf. Ein roter Nektar. Gut, dann gehen wir hier hoch. Da vorne stand auch noch... Ist da ein Herrschersticker auf dem Wasser? Hier, Dietroller will bestimmt auch noch kämpfen. So wie die aussieht. Der duftende Nektar lockt offenbar auch Trainer an. Ja, das könnte man meinen. Angestellte Patricia oder Patricia oder wie auch immer sie sich nennen möchte, fordert mich heraus. Ein Kurtel. Ich sage, hier gibt es Feuer-Pokémon, aber ich glaube, ist das sogar Feuergestein? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall sind wir mit unserem, das Sonnenlicht wird stärker. Ja, das ist cool, dann ist unsere Feuerattacke halt auch stärker, ne? Hab ich ja kein Problem mit. Ja, guck mal, das geht doch. Initiative sinkt. Turbodreher setzt er ein. Das juckt uns tatsächlich, aber eher weniger. Und dann nehmen wir noch einen Steinhagel. Und dann hätten wir das. Sehr schön. So, wir erhalten... Es gibt wieder schön EP, das gefällt mir. Ein Elfhuhn, das klingt pflanzig, aber ich mache weiter. Weil wir haben hier unseren Feuerzahn. Ach stimmt, Elfhuhn war dieses süße Pokémon. Spielt ihr eigentlich noch Pokémon Go? Ich spiele das im Moment wieder hardcore effektiv. Und das macht auch Spaß wie noch nie. Also im Moment ist echt geil. Ich hatte auf Twitter auch meinen Freundescode da gepostet für Pokémon Go, falls ihr mich da adden möchtet. Geht's hier irgendwo runter? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Wie komme ich denn da hinten runter? Nee, weil hier ging es ja nur zu der Truller. Ging es hier vorne direkt irgendwo runter? Na, hier war nur der Fotospot. Weil da hinten zu dem See möchte ich eigentlich gerne. War wahrscheinlich dann da vorne hier irgendwie. Hallo. Ich habe gerade nicht gelesen, was sie von mir wollte, weil ich es aus Versehen weggedrückt habe. Aber vermutlich im Zweifelsfall kämpfen. Görelinda. Dann komm mal her, Görelinda. Was kannst du denn so? Du hast ein Schniebel. Das ist ein Eis-Pokémon. Das passt ganz gut. So, dagegen Feuerzahnen wir dann doch eine Runde. Das ist durchaus effektiv und das Schniebel hat nicht mehr ganz so viel zu melden. Und als nächstes kommt erstmal ein Level Up. Ein Koalelu. Nö, wir kämpfen weiter. Dauerschlaf. Befindet sich im Halbschlaf. Okay. Mal gucken. Er setzt Tiefschlag ein. Okay. Wir werfen Steine. Initiative sinkt und dann nehmen wir noch einen Knirscher. So. Und dann hätten wir den besiegt und der ist nicht mal aufgewacht. Mensch. Görelinda wurde besiegt. Schön. Huch, hier geht's ja sogar hoch. Hier ist Gras. Ah, da ist ein Pokéball. Ein X-Spezialverteidigung. Okay, cool. Ich wollte gerade bitte, dass mich kein anderes Pokémon angreift. Da hinten war auch noch ein Pokéball. Den kriegen wir sogar. Ein Zitter-Orb. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was die Dinger machen. Okay, da greift uns doch noch eins an auf den letzten Drücker. Ein Floette. Unser Wolverock mag ich ja echt gerne, ne? Obwohl ich optisch die Nachtform sogar noch cooler finde. Also ich glaube, Nachtformballer ist dieses, wo er dann so rot ist, ne? Also die Zwielichtform ist auch ganz nett, aber...
hätten sie was Cooleres draus machen können, muss ich ja sagen. So, den Nektar da hinten, den spare ich mir jetzt einfach mal. Weil den brauche ich nicht unbedingt. Hier geht's auch noch weiter. Wohin geht's hier denn? Hallo. Dieser Tempel ist total verfallen. Okay. Ich frage mich, was hier passiert ist. Ja, ich mich auch, glaube ich, vielleicht. Mondscheibensee. Ach, hier, guck mal, ist das das Symbol von dem, von der Edition? Oha, du bist doch ein Trainer, der immer im Pokémon Center vorbeischaut. Obwohl der Tempel so heruntergekommen ist, verschlägt er einem immer noch die Sprache. Auf den ersten Blick sieht er völlig unscheinbar aus, aber genau deshalb drängt sich in mir der Verdacht auf, dass er irgendein Geheimnis birgt. Ich gehe einfach mal gucken. Wo bin ich gelandet? Da liegt was. Ein Psychoschock. Uiuiuiui. Okay. War hier auch irgendwas? Nee, hier ist nix. Hier geht's sogar noch weiter. Ich speicher mal gerade lieber. Oder ist es das am Ende, wo wir dann Solgaleo beziehungsweise Lunalia, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich habe immer nur die Sonnenedition gespielt. Oder in diesem Fall Necrozma treffen. Necrozma, wie auch immer. Wo zur Hölle sind wir hier? Das ist hart unheimlich. Hängen hier Herrschersticker oder hat sich hier keiner hingetraut, die irgendwo anzubringen? Links, rechts. Greifen uns auch keine Pokémon an. Das heißt, hier ist später wahrscheinlich irgendwie so der... Ja, hier ist Symbol. Das heißt, kann ich hier zufällig reiten? Ja. Die Musik gefällt mir schon besser, muss ich sagen. Ich hoffe, die kommt später beim Endkampf dann auch. Okay, schade, jetzt ist wieder die hier. Aber ich will hier gerade schnell wieder zurück, weil hier scheinen wir auf jeden Fall noch nicht sein zu sollen. Ist das Deutsch? Ich habe tatsächlich so viel Englisch gesprochen die letzte Woche. Ich kann kein Deutsch mehr. Also nicht, dass ich das jemals sonderlich gut konnte, aber... Ich hätte mit Bisspack eigentlich auch mal schnüffeln können, ob hier vielleicht noch irgendwas ist, ne? Aber... Okay, wir haben es hier heile durchgeschafft. Dann gehen wir doch jetzt mal hier lang. Und kommen auf Route 17 an. Okay. Route 17. Diese Ebene erstreckt sich vor Puru. Okay, cool. Da ist ein Rock, ein Skull-Mensch. Ich bin ja eigentlich total schwach und habe bei Kämpfen keine Chance, aber als Mitglied von Team Skull macht mich zum Glück keiner dumm von der Seite an. Also muss ich auch gar nicht stark sein. Okay, was haben wir hier? 1000 Mauzis und ein Herrschersticker. Nimmst ihn mit. Wir haben insgesamt 53. Okay. Also wir haben hier 50 Mauzis. Okay. Scheint sich aber nichts zu tun. Da ist noch ein Herrschersticker. Gott, was sind hier viele Herrschersticker? Insgesamt 54. Ich weiß gar nicht, muss man eigentlich alle sammeln, um am Ende die Belohnung zu kriegen? Oder kommt man auch auf diese? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das waren 70 oder so. Was haben wir hier? Hier geht es irgendwie hoch. Oh, hey, ein Pokéball. Eine Limonade. Ich glaube, ich muss mich hier vielleicht auch nochmal nach Pokémon umsehen. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, die ich gerade leider tatsächlich nicht habe.
Ich weiß gar nicht, oder hier gibt es vielleicht auch einfach gar keine coolen Pokémon. Ja, der sieht so aus, als würde er kämpfen wollen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, ob das, was ich hier aufgenommen habe, jetzt überhaupt für eine Folge reicht, weil ich so 10.000 Mal unterbrochen wurde. Aber vielleicht ja, vielleicht nicht. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und falls das hier noch nicht für eine Folge gereicht hat, kommt jetzt einfach nur ein Schnitt. Und es geht weiter mit dann, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Ansonsten tschüdelü oder eben bis gleich. Bis dann.